So, okay, die Iris-Stages stehen an. Ich versuche es erstmal ohne die E-Tank-Farm. Wenn es nicht klappt, dann. Obwohl, komm, die ersten beiden Bosse mache ich so und danach gehe ich ans E-Tank-Farm. Die ersten beiden Bosse müssten an sich so klappen. Ja, mit jeweils einem E-Tank müsste ich bei den beiden auskommen. Ich finde auf dem Weg noch ein paar E-Tanks. Ja, jetzt kommen wir an Iris Schloss. Oh, und die Musik ist immer herrlich, ey. Das ist die beste Musik, Stage-Musik im Spiel, finde ich. Ja, das muss man abschließen. Das geht nur mit Lastatem. Lustatem, Entschuldigung. Bam, 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 bam. Autsch. Ja, natürlich haben wir auch wieder schön unsichtbare Blöcke hier in der Stage. Ach, ist das nicht toll. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ein bisschen Wasser. Wenn diese komischen Elektroteile ins Wasser fallen, dann wird das ganze Wasser so elektrisch geladen und dann tut das weh. Ja, so ist das. Ach, scheiße, spät. Boah, du kleines Pissvieh, hör auf. So. Wer mich ärgert, muss mit dem Tod dafür bezahlen. Jetzt krieg ich überall Lebensenergie, aber die brauche ich gar nicht. Jetzt gleich kommt ein E-Tank. Ah, oh, boah, da kommt ein Millimeter, ey. Ach, nee. Ach, naja. Ich habe das jetzt ewig gebraucht, bis ich die mal geschafft habe. Weil ich die so kompliziert fand. Na okay, aber sie ist auch nicht einfach. Das erwartet man noch. Wir gehen gegen Ende des Spiels. Da ist es nicht mehr so einfach. Ach, eigentlich den habe ich noch, sehe ich gerade, okay. Und kein Leben mehr. Yay. Stirb. Na, immerhin sind die Gegner heute sozial und droppen ein paar Lebenssachen. Ein paar Leben können sie mal droppen. Hat mir bisher überhaupt ein Gegner in dem LP hier ein Leben gedroppt? Ich glaube nicht. Mies. So, geht schneller diesmal. Und diesmal fehle ich dann nicht. So, genau. Ah, hier muss man ein bisschen schnell sein, weil sonst kriegt man den E-Tank nicht mehr. Weil sonst ist der Weg verbarrikadiert. Doch, stimmt so. Ach, die Fehler mache ich auch jedes Mal. Oh, ich hasse es. Naja, Game Over, super. Okay, nochmal von vorne. Jiha. Na gut. Diesmal sind wenigstens alle Waffen wieder aufgeladen. Hat auch was. Und wir können doch einen dritten E-Tank kassieren. Also von daher, es hat nur Vorteile zu sterben. Also alle Leben mal zu verlieren. Es hat nur Vorteile. Okay, außer dass man mal den Mittelpunkt nicht mehr von der Stage hat, aber sonst. Ach, doof. Aber das ist in der Regel auch der einzige Nachteil. Ach, dumme Schockteile, verschwindet. Weichet von mir. Ah, zu spät. Erstmal die beiden vernichtet. Jetzt habe ich gepennt. Oh, es geht was wie Blum Piss, ey. Boah, jetzt reicht's mir. Mann! Bin ich zu doof dafür gerade oder was? Ja, hallo, wieso spawnt ihr denn? Oh, ich hasse die Stelle hier. So, jetzt brauche ich aber die Energie hier, sonst geht da überhaupt nichts. Ja, triff mich noch, ey. Scheiß Level, ey. Das ist gerade fail, das Level, ey. Aber absolut. Naja, hab doch E-Tank kriegen, so. Hat sich immerhin doch für etwas gelohnt. Das Sterben. Normalerweise treffe ich das. So, das treffe ich jetzt vorher. Damit es nicht rum ärgert. Hier nehme ich immer zwei, um rüberzukommen, weil ich keinen Bock habe. Unten lang zu gehen, wo alles unter Strom steht. Ja, ein bisschen hüpfen kommen. Das ist nicht so schwer. Die können ruhig ein bisschen schneller sein, die Teile. Weil so ist das keine Herausforderung. Mal ernsthaft, wer fliegt da bitte schon rechts in die Stacheln rein? Keiner. Weil das so langsam ist. Ah, hier nehmen wir eins.
Weil ich keinen Bock auf die Böcke zu warten. Mach ich immer so. So. Was kam jetzt? Ach, jetzt geht's runter, okay. Und zum Boss. Na ja, toll, mit keinem Leben. Den Boss könnte man aus, keine Ahnung, welchem Mega-Man-Teil kennen. Irgendwo habe ich das bei Charisma gesehen. Mega Man X, glaube ich, war das. Weiß nicht, auf jeden Fall ist der Boss schwach gegen Freudenstachel, aber ich lasse mich extra mal besiegen, weil, ja. Ich hatte keinen Bock auf einen E-Tank jetzt. Und in der Regel packe ich den auch ohne E-Tank. Also manchmal baue ich einen, manchmal nicht, also. Je nachdem, wie doof das Ding mich ärgert, will, ärgern will und so. Ja, das Vieh krabbelt immer so die Stränge da runter. Ich bin allerdings oft zu doof, um zu erkennen. Oh, falsche Waffe. Wo das Ding lang krabbelt. Da bin ich zu langsam für in der Regel. Und manchmal will der Schwachpunkt auch nicht funktionieren, also das Angreifen. Schon wieder nicht. Es funktioniert manchmal nicht. Okay, ich stelle mich da extrem doof an, ey. Oh, ein Treffer, wow. Okay. Ja, es wird immer schneller, das Vieh. Ja, einen Treffer kann ich auch erlauben. Okay, jetzt habe ich einen E-Tank besser mal raus. Man weiß ja nie. Immer ein bisschen sicher spielen. Auch wenn es nervig wird. Okay, ein Treffer noch. Okay. Damit hätten wir die Spinne besiegt. Ja, auf den nächsten Boss werden sich alle sicher freuen. Ein sehr geliebter Boss aus Mega Man. Bis dann.